wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu diesem neuen chaotischen Vlog von uns. Heute geht es wahrscheinlich wieder hauptsächlich ums Haus bei uns. Also wir sind jetzt gleich erst arbeiten und gehen dann nachher zum Haus. Nur, dass ihr wisst, worum es ungefähr geht in diesem Vlog. Aber man weiß es nie so genau bei uns. Der Bert ist gerade mit dem Smurfy spazieren. Ich bin nicht mitgegangen. Hat irgendwie heute Morgen alles zeitlich nicht so hingehauen, obwohl wir noch voll viel Zeit haben. Wir haben 1:45 noch, bis wir auf der Arbeit sein müssen. Tschüss! Na, dann zeig ich mal. Bernd ist schon ganz aufgeregt und excited. Er hat nämlich die Pokale, die sind gekommen. Also wahrscheinlich, vermutlich. Haben wir erzählt, dass wir in Anführungsstrichen Kindergeburtstag feiern am Wochenende und auf die Kartbahn fahren. Und da haben wir Pokale bestellt. Meine Güte. Und ganz viel Müll haben wir bestellt. Boah! Da werden die Kinder aber kurz. Wow! Hä, so hätte ich die gar nicht eingeschätzt. Die sahen doch ganz anders aus. Nee, die sahen so aus. Ich dachte, das war so ein Kelch. Wow, boah, ja. Die sind ja richtig schwer. Ja, ja. Wir haben ja zwei zur Auswahl gehabt. Zwei, die mit dem Kelch und die, aber die fand ich viel cooler. Aber ich dachte, das ist so eine Verblendung an dem Kelch. Meine Güte. Warum steht da eine 34? Warum keine 33? Wie Calvinos Formel 1 Fahrer? Aber was ein Paket! Kann der Smurfy ja drin schlafen. Und der ist eingepackt wieder? Ach, die waren in verschiedenen Größen. Ach so! Das ist der dritte Platz. Aber da wird er mal kotzen. Das hätte ich jetzt nicht so extrem. Hast du das ausgesucht, der dritte Platz? Kleiner? Nein. Waren die vom Preis alle das gleich? Sind die falschen. Du hast recht. Das waren die falschen. Du hast wirklich Kelche bestellt. Ich suche gleich das Foto raus. Also wenn wir die ausgesucht hätten, die, also niemals kostet der große 10 Euro. 30 Euro, ich habe alles bezahlt mit Pfand. Ja, ich weiß, aber die haben noch nicht denselben Preis. Das gibt's doch nicht. Und niemals hätten wir so einen kleinen für den dritten. Dann hätten wir alle die kleinen genommen. Oder alle die großen. Oder wie auch immer. Nein, da ist irgendwas falsch gelaufen. Ich meine, die sind schön. Und richtig schwer sind die. Meine Güte. Ja, 14,5 cm sollen die alle sein. Zeig mal. Aber ja, hast du ein Bild? Ich bin dabei. Okay. Schade, wenn dann, dass das nicht die 33 ist. Da hätte er sich aber gefreut. Ja, das war halt so, ne? Ja, ja, klar. Ja, die hast du ja auch gar nicht ausgesucht. Du hast mir das per WhatsApp geschickt. Warte. Ja, genau, so Kelche mit so einem Emblem. Warum macht der nicht scharf? Was machen wir jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Bescheid sagen. Fragen, was wir damit machen sollen, weil wir die ja auch brauchen morgen, übermorgen. Weiß ich auch nicht. Der Bernd hat jetzt angerufen bei diesem Pokal. Was war das für eine Internetseite? Nämlich Pokal 24 oder so? Pokal-kaufen.de. Genau, da haben wir die geholt. Und Pokal 2000 auch zu finden. Mhm. Jedenfalls war das jetzt so. Also, die hatten angegeben, 3 bis 5 Werktage dauert das, bis die Pokale bei uns sind. Und dann hat der Bernd am 5. Werktag angerufen, ne? Nein, am 7. Am 7. Und hat gefragt, was ist denn los, weil wir wollen jetzt am Wochenende Kindergeburtstag feiern und wir brauchen die halt. Und du wartest. Und ja, dann hat er gesagt, ja, er kümmert sich darum, dass sie die dann an dem Tag, das war Mittwoch, losschicken.
Ja, und dann sind die jetzt heute gekommen. Wir haben gar nicht mehr damit gerechnet, weil eigentlich stand jetzt Montag drin. Dann wäre es sowieso zu spät gewesen. Aber sie sind dann jetzt heute gekommen und habt ihr mitbekommen, die sind wesentlich größer und ganz anders. Und dann hat der Bernd halt gerade da angerufen und die haben gesagt, dass die Pokale, die wir bestellt haben, bekommen die erst nächste Woche selber wieder geliefert. Und die haben jetzt halt ein Upgrade gemacht. Und so wie die Pokale da stehen, hätten die 100 Euro gekostet, oder? Ja, über 100 Euro. 40 und 25 oder 50, 50 und ja. Sowas. Aber haben die gesagt, ist alles gut, haben ja, die jetzt so das gemacht? Haben die gemacht halt. Damit wir zufrieden sind und einen schönen Kindergeburtstag feiern können. Ja, ist mega nett von denen, aber ich sag mal, jetzt die Kleinen hätten es auch getan, ne? Die werden wahrscheinlich keinen Bock gehabt haben anzurufen, ne? Ja, egal. Naja, jetzt haben wir halt die Riesenpokale. Ja, vielen Dank. Und ja, jetzt geht's weiter. Ach so, das wollte ich auch noch erzählen. Ich wurde gerade in einem Kommentar gefragt wegen unserem Staubsauger. Wir haben ja diesen mit also Akku geholt, der so viel aus dem Teppich bei Calvino aus dem Zimmer rausgeholt hat. Und da wurde ich gefragt, welcher das denn ist. Und ich habe den jetzt hier unten mal verlinkt für die, die da Interesse haben. Allerdings schaut bitte woanders, ob ihr den günstiger bekommt. Wir haben den in der Metro günstiger bekommen. Günstiger. Wie viel günstiger? Also 140 Euro günstiger, ja. Also schaut danach, vergleicht die Preise. Bei Amazon ist sehr echt teuer, aber halt, da könnt ihr euch das Modell genau anschauen, welches wir haben. Okay. Im Zuge, dass wir weniger Plastik verwenden wollen, sehe ich das gerade. Und das ist sogar extra an so einem Bändchen. Könnte man ja mal ausprobieren. Ich bin jetzt ganz spontan nur in die Stadt gefahren. Ich wollte hier gegenüber ist so ein chinesisches Restaurant und da hole ich uns gleich eben alle ein schnelles Mittagessen. Dann nehme ich das mit. Die Schuhe habe ich übrigens nicht mitgenommen, die ich euch gerade gezeigt habe. Gestern erst bei DM bestellt. Die beiden nehme ich jetzt mal mit. Das ist so mit so einem Luferschwamm. Aber sowas sieht man halt nicht, wenn man online shoppt. Ne? Dann macht man halt die Suche und packt alles in den Einkaufswagen. Sowas sieht man dann nicht. Ja, ist ja ganz frisch vom Chinamann. Calvino isst schon mal Nudeln. Der hat voll Hunger. Der ist gerade von der Schule gekommen. Möchtest du Hallo sagen? Hallo, ich bin's. Ja. Du wolltest dich bedanken für die ganzen Glückwünsche, die du zum 10. Geburtstag bekommen hast. Mhm. Vielen Dank, ja. Da hat er sich gefreut, direkt morgens. Ne? Die Zuschauer haben dir als erstes gratuliert, einige. Dankeschön. So, jetzt fahren wir mal. Bis gleich. So, jetzt gibt es erstmal, nee, nicht für dich. Erstmal hier Essen. Das ist so ein China-Gemüse mit so einer leckeren Mangosoße und Reis. Das lassen wir uns jetzt schmecken, ne? Ja, ich komme mit, bringe jetzt die Lampen an hier. Und wir haben gute Neuigkeiten, die Küche ist verkauft. Die wird wohl nächste Woche abgeholt. Das ist schon mal eine Sorge weniger. Hier ist das gute Stück. Genau. Ha. Super, und wir gehen jetzt nach oben. Wir haben ja noch mehr von diesen Lampen geholt, die ich euch schon mal gezeigt habe von Poco, die so drei verschiedene Helligkeitsstufen haben und so wie glitzern. Ja. So. Dann gleich so dran halten. Nur kurz, ja, ich mache sie jetzt gleich oben dran und du hältst sie nur kurz, bis ich sie festgebohrt habe. Ein tiefer reicht schon zum Festhalten, meinst du nicht? Mhm. Hier? Ja.
Jetzt an. Test. Ob es richtig angeschlossen ist. Sicherung rein. Bernd hat nochmal zur Sicherheit gegoogelt und seinen Vater nochmal angerufen, ob es auch wirklich richtig ist. Jetzt. Achtung, bereit? Ja? Okay. Geht's? Soll ich wieder ausmachen? Ausmachen. Ist aus. Das müssen wir jetzt noch ein paar Mal machen. Bei Calvino im Zimmer kommen zwei Lampen. Und... Ne, das war's. Aber im Badezimmer, die Lampe können wir schon mal abmachen, abschließen. Schaut mal, ich habe ja hier geputzt, das Treppengeländer, weil guck mal, wie schmandig das ist. Ja, ja. Und hier oben habe ich es geputzt, es wird richtig hell. Na. Und ich habe jetzt in meiner DM-Bestellung, habe ich so Polyboy oder wie das heißt, habt ihr mir empfohlen in den Kommentaren, vielen Dank dafür, habe ich bestellt und das versuche ich erstmal mit einer Flasche. Und wenn das gut ist, dann bestelle ich noch mehr, falls sie nicht reichen. Erstmal testen. Was denn? Wächst immer mehr und ich freue mich, wenn das dritte Trimester anfängt, dann sind wir umgezogen. Kann ich jetzt noch alles schön machen. Okay. Ja, okay. Komm, ich halte das alles hier. Klar. Ja gut, dann bis später mal. Tschüss. Aufgeben. Ist schon. Jetzt noch zweimal bei Calvino im Zimmer, oder? Ja. Okay. Super. Danke, Milor. So, weiter geht's. Strom ist ja aus. Hoffentlich. Hoffentlich. So, hier liegt schon die Matratze und der Teppich fürs Schlafzimmer. Die Bratze. Die Bratze liegt hier. Und hier gibt es zwei Lämpchen. Supidupi. Schön, die sauberen Heizkörper schon. Aber da, ich glaube, ich mache das doch nicht weiter hier mit den Fußleisten. Ich weiß nicht. Das alles abkratzen. Voll doof von den meisten, wie du sagst, stehen eh Möbel, ne? Mal gucken. So, jetzt zeige ich euch, was wir noch vorhaben. Wir brauchen hier, oder brauchen nicht, so ein Gitter. Kennt ihr das für Kinder? Eigentlich hauptsächlich für den Hund, dass der nicht hochgeht, wenn er nicht soll. Und da habe ich jetzt mir eins ausgesucht bei Amazon. Ein Metallgitter. Und das können wir dann hier installieren. Und dann hatte ich eigentlich vor, wir haben bei uns jetzt zu Hause in der Wohnung so eine Lampe mit Bewegungsmelder, die ist immer im Flur, wenn man abends im Dunkeln auf Toilette geht oder so hin und her läuft, dann geht die immer an und dann hat man immer ein sicheres Licht. Und sowas wollten wir eigentlich hier unten im Flur irgendwo hinmachen. Geht nicht, keine Steckdose. Oben im Flur geht nicht, keine Steckdose. Und dann haben wir überlegt, zeige ich euch, eine Alternative, weil wir finden das echt angenehm, ne? Wenn das so automatisch angeht, dieses kleine LED-Licht. Und hatten sie bei Aldi, die kann man halt anbohren, glaube ich, die sind batteriebetrieben, da sind sogar Batterien bei, 18x AA-Batterien. Ja, und die kann, ist halt, eigentlich kann man das als Treppenbeleuchtung nehmen, aber kann man ja auch überall anders benutzen und, boah, sorry, ein bisschen aus Atem. Ich glaube, da das LED ist, verbrauchen die auch nicht so viel Strom und sind ganz praktisch. Was machst du Feines? Panade. Panade.
für Schnitzel. Gibt es gleich mit Pommes. Und ich habe die Aufgabe, für die Pommes mich zu kümmern. Dann hole ich jetzt unsere gesunde Fritteuse raus. Das Murphy läuft alles weg, was er frisst. So. Ja, nix. Paprika, ist das okay für dich? Ja, wenn es sein muss. Nee, muss nicht sein. Ja, haben wir sonst nie gemacht. Habe ich sonst immer gemacht, wenn ich paniert habe. Auch diese Schnitzel? Ja. Ja, dann mach. Weil das war ja immer sehr lecker, wie du das gemacht hast. Ja, jedenfalls gibt es bei uns heute Schnitzel mit Pommes. Nach unserem gesunden Mittagessen. Ein gesundes Abendessen. Und die gehen wir nicht auf den Cookie. Ich werde das Video jetzt hier beenden. Ich bin jetzt echt müde. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen und würde mal sagen, bis morgen. Morgen ist ja eine Überraschung. Was? Morgen zeigst du dir, was ich mir bestellt habe. Was hast du dir bestellt nochmal? Ein Ring. Das Handy, nein, kein Ring. Ein Band. Ein Band. Ach, ist das so eins, wo du dir das Handy umdingsen kannst, umhängen? Nein. So was möchte ich haben. Ja, ist es aber nicht. Wieso nicht? Ist es aber nicht. Ist darum nicht, weil ich mir das nicht umhängen bestellt habe. Ja, wahrscheinlich kriegst du was nicht. Hä? Hä? Du hast gefragt, du hast ja, willst du haben? Ja. Ich ist es aber nicht, was ich mir bestellt habe. Ich will sowas haben, ja. So, wo ich mir das Handy umhängen kann. Ja, ich spare. Danke, dass ich das kann und darf. Bernd hat Hunger. Jawohl, du hattest schon Hunger, als du aus dem Metro wiedergekommen bist. Jo, da hast du aus der gesessen. Zeig mal, wie du gespart hast. 50% auf. Alles im Sale, 8 Packungen. Die Typ Hähnchen, boah, die stinken, aber. Riechen wir immer. Ein bisschen nach Arsch. Ehe. Guck mal, jetzt schaut euch das an, wer das macht, der Profi. Alle würden die Schnitzel klopfen. Nur die Veganer, die rollen. Klopfst du noch oder rollst du schon? Und Murphy sagt, ihm ist egal, Hauptsache er kriegt. Hauptsache er schnäuzt. Ja. Genau. Boah, ich muss rüber, das riecht wirklich ekelhaft. Aber wenn die gebraten sind, schmecken die wie echte Schnitzel. Das ist ja die Hauptsache, also für uns zumindest. So, ich beende das Video jetzt. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja, bis morgen. Tschüss.